Ja, herzlich willkommen zurück hier bei Talos Principle. Wir sind hier im Tempel, haben gerade Tor 2 gemacht, nicht den Song. Den Stern haben wir leider nicht gekriegt. Der war ja da, wo wir keinen Gemma hatten. Dann fangen wir jetzt mal hier mit Tor 3 an. Heide, nein, da gibt es sogar 2 Sterne. Aber hier gibt es auch einen Computer. KI-Feedback. Wir reden ständig darüber, was eine künstliche Intelligenz für uns bedeuten würde und wie sie unser Verständnis der Welt verändern würde. Das ist ein großartiges Thema und ich denke, wir haben ausreichend darüber diskutiert. Was wir allerdings kaum besprochen haben, ist die andere Seite der Münze. Was ich damit sagen möchte, ist, dass unser Leben immer noch dasselbe wäre, ob nur mit oder ohne KI. Die Frage, der wir uns widmen sollten, auch wenn sie rein theoretisch ist, ist der Blickwinkel der künstlichen Intelligenz selbst. Wie würde es sich anfühlen, diese Kreatur zu sein? Plötzlich zu existieren, als Teil eines Experiments erschaffen worden zu sein. Alle Informationen über sich selbst zu haben, genau zu wissen, wie man funktioniert. Wie würde diese Kreatur über die Welt denken? Würde sie einen Sinn sehen? Schönheit? Wie würde sie die Menschheit beurteilen? Wo würde sie sich selbst sehen? Im großen Schema der Dinge. Ich glaube, wir sollten versuchen, uns in solch einen Geschöpf hineinzudenken. Alexandra, danke für Ihr Feedback, aber dies ist eine Lehrveranstaltung über Philosophie, nicht über Science Fiction. Und deshalb habe ich fast mein Studium hingeschmissen. Ja. Hier haben wir wieder einen griechischen Text, der mit den Paripepaithetikern assoziiert wird. Okay. Teamleiter. Aha. Hier haben wir noch ein paar Aufstellungen der Leute des Archivs. Und das war's. Wie gesagt, wir können die Texte ja alle abrufen. Das kriegen wir nicht angezeigt. Seht ihr das? Das hat doch auch irgendeine Bedeutung hier. Vor allen Dingen sind da Schalter. Oder hat das doch irgendeine Bedeutung? Ich würde sagen, machen wir später. Machen wir erstmal die einfachen Sachen, die ich schon gehabt. Was gibt's hier? Ein Gelben. Das könnte der sein, der uns fehlt. Sehr viel zu tun. Okay. Wie gesagt, die Rätsel werden nicht einfacher. Ein Gemma. Ach, du Schande, nee. Schon mal den Gemma hier nehmen. Den Gemma können wir uns auch nehmen. Und dann haben wir ja sowas wie Selbstmordäumel. Das heißt, wir nehmen uns den Gemma. Und dann den Gemma. Jetzt haben wir 3 Gemma. Cool. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn wir nicht diese 3 Gemma alle bräuchten. Eieieiei. Okay, wir machen erstmal alle Gemma hier rein.
Okay, Freunde, hier haben wir zum Beispiel einen Ziegelstein. Da geht das so auf. Und so wie es aussieht, haben wir unseren ersten Stern. Cool. Yes! Ein Stern haben wir. Und wir haben alle drei voll. Perfektus. Juhu! Keine Angst, es wird noch schwieriger. Hier kriegen wir jetzt einen grünen. Ne? Ich will erstmal den... Obwohl, komm, lass uns die grünen auch noch haben. Für später aufgehoben. Ach du heiliger Strohsack. Und jetzt? Ach du heiliger Strohsack. Komme ich denn an den Schlüssel? Ach du heiliger Strohsack. Yes! Damit haben wir unseren zweiten Gemmer. Nein, das ist der Siegelstein. Wie sollen wir das denn schaffen? So einfach, Freunde. Wir müssen ja da mitten durch. Ah, warte. Ah, ich da, verdammt. Wir haben ja noch einen Gemmer. Oh. Wir können uns ja den ersten Gemmer jetzt auch holen. Dann haben wir zwei Gemmer und dann können wir die beiden Teile da oben außer Gefecht setzen. Ja, das macht Sinn. Später aufgehoben. Für die andere Seite und dann können wir da oben durch, theoretisch. So. Und können uns den Siegelstein holen. Juhu, bam! Ah,
war schon anspruchsvoller. Hm? Jetzt holen wir uns den gelben auch noch, natürlich. Eingesperrt und den Schlüssel verschluckt. Ja, super. Den Spruch kenne ich aber irgendwoher. Ein Schloss. Ein Gemma. Ein Tor. Also wir müssen auf jeden Fall noch einen zweiten Gemma kriegen, sonst... Ah! Okay. Da haben wir die Schlüssel. Das heißt, wir können den Gemma jetzt durch die Tür mitnehmen. Und da haben wir den zweiten Gemma. So, dann hier und hier. Okay, erst anders. Und dann so. Jawohl. Dann können wir hier rüber. In den Ausgang. Und schon haben wir wieder einen weniger. Den haben wir auch schon. Hier haben wir noch einen roten. Den gelben haben wir. Also ihr seht, die Rätsel werden langsam ein bisschen knackiger. Ein ansteigendes Problem. Ich habe viel Zeit damit verbracht, darauf zu warten, dass der Gestalter mich bei der Hand nimmt, bevor mir klar wurde, dass er mich schon die ganze Zeit geführt hat. Mir wurde bewusst, dass ich noch nicht nach seiner Hilfe suchen soll, sondern dass ich mir selbst helfen muss. Aha. Ja, dann gucken wir mal. Okay, wenn wir einen Gemma hätten, dann könnten wir die Kugel auf der anderen Seite festhalten. Achso, die geht hier auch nochmal rüber. Wenn wir einen Gemma hätten? Hallo? Entweder bin ich jetzt blind oder ich habe den Gemma einfach nicht gesehen. Sag mal, da ist er, da oben. Aber wie soll ich denn an den drankommen? Ah, okay. Sperren wir ihn mal ein. Dann haben wir hier unsere Ruhe. Und dann können wir hier rein. Und zur Not hier auch wieder raus. Da haben wir eine Tür, da brauchen wir einen Schlüssel für.
Also ihr seht, der Level wird immer mehr und immer größer und es wird immer schwieriger. Weil wir beispielsweise hier einen Schlüssel brauchen, den wir hier gar nicht haben, oder? Für mich. Die Tür ist verschlossen. Aber was ist denn, wenn wir den Gemma hier hinstellen? Können wir den dann von oben vielleicht nehmen? Ja! Perfektus. Weil dann haben wir die Möglichkeit hier oben hier unten, nicht hier oben, hier durchzugehen. Dann kommen wir hier oben durch die Tür schon mal durch. Das Problem ist, wir brauchen noch einen zweiten Gemma. Frage ist, wo soll hier ein zweiter Gemma sein? Ich sehe keinen zweiten Gemma und das ist dumm. Also ist meine Frage. Teil kommen wir nicht dran. Es muss ein zweiter Gemma hier sein. Das ist das, was ich sagte. Guckt euch immer alles genau an. Sei denn, das Teil hat irgendwo einen Schalter. Was ich aber jetzt hier nicht sehen kann. Na, den haben wir schon gut gelöst, aber uns fehlt ein zweiter Gemma. Kann ich das Teil irgendwo hinsetzen? Ah! Ah! Aber es bringt uns doch nichts, oder? Wir kommen ja nicht in den Bereich raus. Na doch, kommen wir.
Leiter. Na gut, zur Not kommen wir auch wieder rein in den Bereich. Muss mal was versuchen. Aber... Nee, hier kommst du doch nirgends hin. Ich glaube, die Leiter ist nur dafür da, dass wir da wieder rauskommen, aber... Jetzt wird's knubbelig. Wir haben da auch noch eine Möglichkeit, irgendwie an die an das Ding zu kommen. Oh. Das wirst du genauso machen können wie hier. Aber wie? Auf die andere Seite. Irgendwo muss da was sein. Aber wir kriegen den Gemma doch da gar nicht raus. Nirgendwo ein Schalter oder sowas. Wo man was ausschalten kann. Mein Kind, einen anderen Weg zu suchen, bringt dir keine Schande. Versuche dieses Geheimnis ein andermal zu lösen. Keine Schande. Was immer das bedeuten mag, Freunde. Ja, Leute, das machen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.